die Amis sind super schlau. Das sind die schlauesten Menschen der Welt. Ich meine, man sieht es an deren Präsidenten. We will win and we will win. Verpiss dich, du Hurensohn! Ich finde es halt traurig, dass die als Einzige die Wahrheit erkennen. Ich finde es halt traurig, dass sie die Einzigen sind, die die Wahrheit erkennen können. Ich habe es nämlich mal gehört in einem Video. Ich habe viel mehr ein Video dazu gesehen. Trump hat ja gar nicht verloren. Trump hat die Wahl gewonnen. Das haben viele Trump-Supporter mit voller Theorie begründet. Und ich fand die sehr gute Theorie tatsächlich. Die Demokratenpartei von President-elect Joe Biden haben sich mit den Chinesen zusammengetan, um Corona zu erschaffen. Damit Corona die Briefwahlanteile erhöht, damit sie dann manipulierte Maschinen zur Briefwahlauszählung einsetzen können, damit Donald Trump seine rechtmäßige Wahl verliert. Easy. Der Typ war verdammt gut drauf. Ich muss sagen, ich denke mir ja bei Trump-Supportern immer das gleiche wie bei Corona-Leugnern. Corona-Leugner sind auch eine Spezies, die sehr, sehr intelligent sind, die als einzige die Wahrheit durchschauen und alle anderen sind Fake News und von den Mainstream-Medien gekaufte Staatsmedienhuren, die ihre Seele verkaufen. Daher auch erstmal wieder alles sehr faktenbasiert, so wie man es halt bei Corona-Leugnern und Trump-Supportern und Trump selber kennt. Ich möchte einfach mal ganz kurz vorlesen, was in einer Querdenken-Gruppe geschrieben wurde. Eine Mitarbeiterin eines AfD-Politikers im Bundestag, mit der ich gut befreundet bin, hat mir erzählt, dass die Regierung plant, den Verkauf von Menschen, die 5 Jahre nach Veröffentlichung des Corona-Impfstoffs immer noch nicht geimpft wurden, in die Sklaverei zu legalisieren. Privatpersonen, die geimpft sind und nachweislich als extrem systemtreu gelten, dürfen bis zu 1 Sklaven besitzen und einen 2. beantragen. Systemtreue Unternehmen dürfen je 50 regulären Mitarbeiter 1 Sklaven besitzen. Soweit, so logisch, würde ich mal behaupten. Ganz ehrlich, was ich bei so Leuten immer finde, es wäre so lustig, würden die das nicht wirklich glauben. Das muss man sich halt einfach mal geben, dass es Leute gibt, die lesen sich das durch und denken, dass es wahr ist. Denken, dass es stimmt. Ja, und der kassiert. Ja, Digga, chill halt mal. Das ist halt wirklich etwas, worüber man wirklich nachdenken muss eigentlich. Man findet es eigentlich so lustig, was die Corona-Leugner sagen, weil es so selten dämlich ist. Die sind der Überzeugung, dass das stimmt, was die sagen und dass sie das Richtige tun. Das ist das Traurige. Ja, Digga, lass mich doch mal chillig hier mit meiner Nummer schreiben. Aber wenn wir die Menschen nicht ändern können, irgendwie wird es immer Leute geben, die halt ein paar Mal zu oft auf den Kopf gefallen sind. Ich meine, man kann ja ein paar Mal auf den Kopf fallen, das passiert wahrscheinlich. Aber die müssen doch wirklich 3-mal hochgeworfen worden sein von ihren Eltern, keinmal aufgefangen sein und dann haben ihre Eltern sie noch absichtlich mit dem Kopf gegen die Wand geworfen. Also anders kann ich mir so wirklich Trump-Supporter, vor allen Dingen gibt es wirklich farbige Trump-Supporter. Ja, Digga, klar, als Farbiger würde ich auch einen Rassisten unterstützen. Ich sag's dir morgen. Wir haben's verstanden, du bist ein Retard. Ja, komm, weiter im Text. Ah, schade. Ah, Gamer for All, du Lelek. Was kommst du von der Ecke, du Hund? Ah, ja. Ganz ehrlich, ich habe glaube ich, wirklich noch nie so einen tiefen, entspannten Typen gesehen wie den Typen. Gamer for All, du wirst niemals Erfolg haben auf YouTube, du Hund. Was? Du Hund und lösch dich. Nope. Ah, jetzt ist er offline. Mal. Der Spieler wurde verwarnt. Ich sag's dir morgen, Digga. Der Spieler wurde verwarnt. Der beleidigt in einer Tour alles und jeden. Der Spieler wurde verwarnt. Also ganz ehrlich, da muss ich an der Stelle einfach sagen, tut mir leid. Wenn wir das der drückt, hätte der auch einfach auf entspannten Permaban bekommen können. Na dann, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, teilt den Stuff sehr gerne, würde mich supporten. Folgt mir unbedingt auch auf meinen anderen Socials, auf meinem Twitch, Twitter und Instagram. Allesamt unten in der Beschreibung verlinkt. Aktiviert Glocken, wo Glocken sind, um keinen Stuff von mir mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, I guess. Ich lade ja meistens vormittags hoch. Bis dahin. Ciao.
wollte sie darauf hinweisen, dass sie besser meinem Twitch folgen, wenn ihnen was an ihrem Leben liegt. Und denkt immer dran, das passiert, wenn man mir nicht auf Twitch folgt. Oh, jetzt verpisst du.